70 Jahre lang galt der Maifisch im Rhein als verschollen. Wissenschaftler eines EU-Projektes versuchen, ihn zurückzubringen. Ein Fischer aus Gried am Niederrhein hilft dabei. Ohne mich könnten die das gar nicht machen. Dann würden sie auch keinen Maifisch fangen. Wie ich Kind war, da war hier neben dem Ufer nur Maifische, die zogen hoch. Dann hatten die hier oben ein Lamm, Karre und Pferd stand da. Dann haben die gescheppt, die Maifische, ganze Karre voll. Und dann sind die über die Dörfer gefahren. Dann kamen die Hausfrauen raus, die kriegen dann für 50 Pfennig einen ganzen Eimer Maifisch. Die Tradition der Fischerei reicht in Rudi Hells Familie 300 Jahre zurück. Vieles hat sich im Laufe dieser langen Zeit am Rhein verändert. Geblieben ist die Liebe zum Strom und seinen Bewohnern, wenn auch einer der wichtigen Speisefische irgendwann verschollen war. Boah, wann haben die Maifisch, glaube ich, in den 40er Jahren. Anfang 40 noch. Und dann ließ das nach. Die ganzen Fabriken. Dreckige Wasser. Im Mai, daher sein Name, kommt der Fisch aus der Nordsee zum Laichen die Flussläufe hinauf. Im Herbst wandern die im Rhein aufgewachsenen Jungfische zurück ins Meer. So war es früher. Hat das Maifischprojekt Erfolg, wird es auch wieder so sein. Vor 2 Jahren konnte Rudi Hell erste Jungfische fangen. Wie dann die Maifische das erste Mal runterkamen, habe ich schon direkt 30 Stück gefangen. Und ich habe die damals, sollte ich die einfrieren. Aber jetzt... Wenn ich jetzt Maifische habe, die sollen dann direkt in den Kühlschrank und dann sofort anrufen nach Düsseldorf. Und die kommt dann sofort hierhin und untersucht die direkt hier an Ort und Stelle. Einige Kilometer stromaufwärts in der Reiterlach bei Bonn werden im Mai 450.000 kleine Maifischlarven in den Altrhein gebracht. Sie stammen aus einer Population in der Garonne. Der Leiter des EU-Projektes, Dr. Andreas Schabert, heißt die delikate Fracht aus Frankreich willkommen, die für ihr Alter von etwa 4 Tagen einen weiten Weg hinter sich hat. 1200 Kilometer von der Garonne zum Rhein. Nun bekommen die etwa 4 mm großen Fischlarven Zeit, sich an ihre neue Kinderstube zu gewöhnen. Oh ja. Ja, wahrscheinlich jetzt wirklich, weil denen kalt ist. Das würde ich auch vermuten, weil das wird eher. Ich kann mal messen. Und ein Sack ist beschädigt gewesen und. Die Kollegen wollten jetzt die Maifische trotzdem nicht unvorbereitet in die Lach geben, haben jetzt hier in eine Wanne gegeben und da kann man schön sehen, wie kalt denen vermutet ist, dass jetzt wirklich in dem einzigen Lichtstrahl sich alle sammeln. Und, wie viel kalt ist es? 10,8 Grad. Das sind also die Temperaturen, wo die Fische, nach dem, was wir wissen, eigentlich gar nicht fressen. Also sie brauchen immer schon so an die 15 Grad, um dann auch wirklich substanziell mit dem Fressen zu beginnen. Und das ist in der Größe wirklich wichtig, dass sie ans Fressen kommen. Seit 5 Jahren werden im Frühjahr Maifischlarven in den Rhein ausgebracht. Es bleibt die Unsicherheit, ob sie es auch wirklich schaffen, groß zu werden. Dr. Stefan Staas ist zuversichtlich. Seit dem Nachweis der ersten abgewachsenen Fische vor 2 Jahren wissen wir es ja schon. Ja. Also auch wenn man sie nicht jedes Jahr sieht, weiß man ja, dass es grundsätzlich funktioniert und dass mit einiger Wahrscheinlichkeit aus denen zumindest zu einem erheblichen Teil dann doch auch große Jungfische werden, die abwandern ins Meer. Wir arbeiten ja sehr eng mit diesem Betreiber des Aalschockers zusammen. Der hat das sofort gemeldet natürlich. Gab es einen Anruf? Ja. Und dann? Ja, ein großes Hallo. Große Begeisterung. Vor allem, wenn man weiß, wie klein die Stichprobe da ist. Wenn man dann über 3 Wochen halt jeden Tag so 1, 2 fängt. Kann man sich ja ausrechnen, dass da doch erhebliche Mengen da abgewandert sind. Mikroskopisch kleine Salinenkrebschen sind eine erste Stärkung für die Winzlinge.
Das ist in einem Bereich, wo Maifische früher abgeleist haben, wo also ganz gute Bedingungen bestehen, dass die hier auch aufwachsen können. Und das ist einfach ein kostbares Gut. Wir haben eine sehr begrenzte Anzahl von Maifischlarven. Die versuchen wir mit den bestmöglichen Überlebenschancen auszustatten. Und dann hoffen wir jetzt in den nächsten Jahren dann auch wirklich die Erfolge zu sehen und die Früchte ernten zu können. Also dass wir dann wirklich Rückmeldungen über Wiederfänger bekommen. Und ich glaube, das ist schon alles ganz gut hier. Wenn nun gleich die wohlgenährten Larven in den Fluss ausgebracht werden, bleiben sie für sehr lange Zeit unauffindbar. Frühestens in 3 bis 5 Jahren sind aus diesen Larven erwachsene, geschlechtsreife Fische geworden. Erst dann werden sie zum Ableichen zurück in den Rhein kommen, wenn alles gut geht. Es fordert ein großes Maß an Ausdauer und Geduld, um an das Gelingen des Unternehmens zu glauben. Doch der Rhein scheint ungeahnte Kräfte freizusetzen. Als ich 15 Jahre alt war, gab es das Sandloch-Unglück. Ja, und das war zu einer Zeit, wo ich schon leidenschaftlich geangelt habe und wo dann die Meldung in den Nachrichten kam, dass ein schweres Fischsterben im Rhein unterwegs ist. Aber das war ein einschneidendes Erlebnis. Und ich bin damals mit meinem Bruder über den Deich gegangen und wir erwarteten also dann auch wirklich Berge toter Fische zu sehen, was Gott sei Dank nicht der Fall war. Aber es roch komisch und es war eine merkwürdige Atmosphäre zumindest. War das so ein Moment, wo Sie gesagt haben, ich muss da was tun? Ach nee, ich fühle mich jetzt nicht berufen, den Rhein zu retten. Das habe ich damals auch nicht gedacht. Aber man kann mit so einem Artenschutzprojekt hier zum Beispiel versuchen, eine Fischart wieder zurückzubringen und alles in den eigenen Kräften Stehende tun, das zu einem Erfolg zu machen. Aber es gibt sicherlich ganz klare Grenzen, die, glaube ich, auch realistischerweise nicht zu beseitigen sind. Aber keine persönliche? Grenzen? Mhm. Natürlich nicht. Idealismus ist unzähmbar. Dr. Andreas Schabert und seine Mitstreiter können nachweisen, dass die jungen Fische den Rhein Richtung Nordsee verlassen. Doch sie wissen bisher nicht, ob sie als erwachsene Fische auch wieder zurückkommen. Mit Hilfe der aus Frankreich angereisten Fischerkollegen, die in der Garonne die Treibnetzfischerei betreiben, wird hier bei Rees nach der richtigen Art und dem richtigen Ort gesucht, um im nächsten Mai die ersten zu erwartenden Rückkehrer aus der Nordsee einzufangen. Hier wurden also bis Mitte des 20. Jahrhunderts Lachse, Maifische, früher auch noch Schnüre gefangen. Das ist also einer der wenigen Flussinnenbögen, die sich hervorragend für die Fischerei eignen und vor allen Dingen auch von den Fischen als Einstand genutzt werden, deswegen historisch wichtige Fangorte waren. Nicht, dass wir jetzt die Fische fangen wollten, aber es geht natürlich darum zu sehen, und das haben die Kollegen ja wirklich drauf, zu sehen, wie die Strömungsverhältnisse sind, wie das Netz stehen kann. Unser Eins hätte überhaupt keine Vorstellung davon, wie so ein Netz ausgebracht werden muss, das wirklich so steht, dass da auch Fische reingehen. Also das ist wirklich tatsächlich verloren gegangen, dieses Wissen? Das ist definitiv verloren gegangen. Wenn man selbst, mir ist die Fischerei jetzt ja auch nicht völlig fremd, aber wenn man wirklich sieht, wie die Kollegen hier wirklich auf unterschiedliche Situationen reagieren können und wirklich das Wasser lesen können, das könnten wir nicht. Und wir wollen das halt in den nächsten Jahr einrichten, um dann rückkehrende Maifische aus unseren Besatzmaßnahmen in unserem Projekt dann nachweisen zu können. Also zu der Jahreszeit. Es ist eher so, dass jetzt die jungen Fische gerade aus dem Rhein abwandern. Das passiert jetzt gerade. Und die Fische, die würden dann inzwischen 3 oder 5 Jahren dann zum Laichen zurückkommen. Und die könnten wir dann theoretisch fangen. Wir können dann hoffentlich ab dem nächsten Jahr wirklich dann auch Maifische nachweisen. Zu dieser Jahreszeit wird es also keinen Maifisch geben. Wird sich etwas anderes in den Maschen des Netzes verfangen? Was sind das für Fische? Das sind Brassen, das ist eigentlich so die Charakterart. Gerade in diesem Abschnitt des Rheins, ganz typisch. Und wenn wir die gut aus den Netzen herausbekommen, das heißt ohne, dass sie verletzt sind, setzen wir die auch zurück. Also es gibt heute Abend keine Fischsuppe? Nein, aber das sind schon eigentlich völlig unterschätzte Speisefische, diese Brassen. Also geräuchert sind die ganz hervorragend. Vor dem nächsten Ausbringen des Netzes wird noch einmal über die Vorgehensweise gesprochen. Aber ja. Bis jetzt ist noch kein kleiner von denen, die im Mai ausgesetzt worden sind, aufgetaucht hier. Nein, das ist aber dieses Jahr auch nicht wirklich verwunderlich. Zum einen
Wir hatten ja schon auch dann mit recht extremen, ungewöhnlichen Hochwasserverhältnissen zu kämpfen, die sonst eher selten in dieser Jahreszeit so auftreten. Und ich glaube schon, dass wir die Fische mit dem Satzort eigentlich so mit den bestmöglichen Startbedingungen versehen haben, um sich eine Weile dort etablieren zu können und heranzuwachsen. Aber es ist dann ja immer noch relativ lange kalt gewesen. Das ist einfach alles so ein bisschen verzögert durch diesen kühlen Frühsommer. Wir haben dieses Jahr jetzt auch nicht so viele Fische besetzt, als dass damit zu rechnen wäre, dass jetzt hier wirklich der Altschocker von Herrn Hell plötzlich randvoll gefüllt mit Maifischen ist. Aber es ist noch früh dieses Jahr. Also es ist eigentlich schon relativ spät. Sonst zu der Zeit hatten wir schon immer die ersten Maifische im Schocker nachweisen können. Ich bin ganz zuversichtlich, dass da noch was kommt. Und dann taucht er doch noch auf. In seiner ganzen Pracht. Nicht im Aalschocker, auch nicht im Rhein, aber an dessen Ufer. Im Aquazoo in Düsseldorf. Alosa alosa, so der lateinische Name des fast verschollenen Fisches. Es gibt großartige Neuigkeiten vom Oberrhein. Dort ist der Maifisch gesichtet worden. Die schönste Belohnung für alle Beteiligten des Projektes und für Rudi Hell, den Fischer. Ich würde allerdings davon ausgehen, dass er begründete Hoffnung hat, was finden zu können. Wir haben nämlich Nachweise, dass erstmal zu einer natürlichen Reproduktion von Maifischen am Rhein gekommen ist und dass juvenile Maifische im Oberrhein weit oberhalb unserer Besatzstellen aufgetaucht sind. Und die müssen halt noch abwandern und sollten dann theoretisch auch irgendwann zumindest hier den Niederrhein passieren und mit viel Glück auch im Netz von Herrn Hell landen. Doch Rudi Hell musste sein Netz beiholen. Der Rhein führt Hochwasser, das mit seiner starken Strömung eine zu große Belastung für das teure Geflecht ist. Und noch etwas ganz anderes setzt seinem Fischernetz zu. Das ist die neue Masche. Hundekotbar, 20 Stück am Tag. Die Leute gehen an der Promenade spazieren. Tun da die Börse drin, schmeißen die Börse im Rhein. Und Sie haben es dann im Netz? Und ich habe die Netze, da liegen so 15, 20 Stück liegen so. Und das hängt dann überall hinten in die Rause drin, dann setzt die Rause sich die Kehle zu, dann kommt der Aal bis hinten drin, dreht sich um und schwimmt vorne wieder raus. Ja, hier steht natürlich auf die Roten, steht nicht drauf, da steht nur Kotbar. So was hole ich alles aus dem Netz. Ja. Und hier die gelbe Tüte, die kommt sogar aus Freiburg, im Breisgau. Wenn jetzt das Wasser einen Meter fällt, kann ich sofort wieder anfangen zu fischen. Dann hört er mit dem Dreck auf. Ja. Und die freuen sich natürlich, dass die mich haben, wenn ohne mich könnten die das gar nicht machen. Dann würden sie auch keinen Maifisch fangen. Die Leute vom Maifischprojekt, die machen noch einen ziemlichen Aufwand, ne? Ja, die wollen den Maifischer wieder einbürgern, ne? Vor 4 Jahren hat der Minister Uhlenberg, da stand er mit schwarzem Anzug, die Hose aufgekrempelt in Düsseldorf im Wasser und hat dann die Larven freigelassen. Und glauben Sie, dass das was bringen wird? Ich denke ja. Weil mit dem Lachs ist ja geglückt, der Nordseeschnäpel, die sind auch wieder eingebürgert worden. Die Wanderfische, die sind, wenn der Maifisch jetzt wieder eingebürgert wäre, da sind alle Wanderfische wieder im Rhein.